Guten Morgen, Leute. Guten Tag und wir hören uns nicht mehr wieder. Ja, das joint gleich nochmal. Ich erkläre so lange die ganze Scheiße. Das Passwort ist Hallo klein geschrieben, das ist immer so bei uns. Oder es ist 09871234 5. Nein, die 5 nicht. Jedenfalls, die Schwierigkeitsstufe ist bei uns immer normal, weil schwer ist, naja, wir würden halt zu oft sterben und das wäre dann für euch ziemlich langweilig. Wir könnten das und wir werden das auch höchstwahrscheinlich machen für die Achievements. Ja, die Verzögerung bei den Rätselhinweisen, erstens kennen wir die und zweitens, wir haben die nie gebraucht. Nie, weil es ist nun mal ein Rätselspiel und es wäre scheiße, wenn man einfach dann irgendwann die Lösung herausbekommt und sowas zieht. Ich sag's mal, Moment, ich sag's mal so. Rätselhinweise, Kumpel und ich haben das mit 5 Minuten Rätselhinweise gemacht und da kommt nur so, eine Perle würde dir ganz bestimmt helfen. Jedenfalls, der Schwebemodus ist beim Magier eigentlich direkt, weil ihr werdet sehen, der Magier kann halt Sachen schweben lassen, Kisten erstellen und so weiter und so fort. Und ja, bei Freund können halt alle Freunde darauf. Trotzdem irgendwie halt, wenn er die zum Schweben lassen bringen will, draufstehen bleiben. Bei Aus ist halt unmöglich, dass wenn jemand draufsteht, dann fällt das sofort alles runter. Selbst ist er selbst, kann darauf stehen und sich da einen abschweben lassen und alles ist halt alle. Der Hardcore-Modus haben wir aus, weil es gibt weder Checkpoints, das heißt, wir müssen von ganz, ganz von vorne anfangen bei einem Level. Und ja, die Gegner butzen einen weg, es gibt keine Heilung und es ist nervig. Wenn du mal kannst, du einen Stachel kannst, verlierst du die Hälfte des Lebens, war schon ziemlich krasse. In Hardcore fällst du rein, bist tot und kannst gleich von vorne anfangen. Mhm. Aber. Der Charaktermodus klassisch, klassisch. Ja, auf jeden Fall. Also, ihr könnt es da unten lesen, halt kann nicht, also der Charakter kann nicht geändert werden, wenn derjenige schon den einen Charakter benutzt. Unbeschränkt ist halt, wenn jeder. Ich kann Krieger, also, sie kann Krieger, klassisch ist, wenn sie Krieger, kann ich nicht Krieger. Okay, ich hoffe, das habt ihr verstanden. Ich jedenfalls nicht. Fangen wir einfach an. Pika, pika. Es gab einmal drei tapfere Helden, erwählt von einem Artefakt, dessen Name lautete der Trine. Du kennst die Geschichte über ihr Treffen und wie sie Champions ihres Königreichs wurden? Eigentlich nicht. Höre die Geschichte ihres neuesten Abenteuers. Ist es normal, dass das Game ruckelt? Etwas Mysteriöses und Magisches ging im Wald vor sich. Also ich weiß gerade, der Spann. Der erste der drei Helden war Amadeus, ein Zauberer. Vielleicht nicht der mutigste oder der mächtigste, doch war er schlau und verständig. Dann war da noch Pontius, der Ritter, furchtloser Beschützer des Reichs, der gutes Essen, Tränke und den Kampf liebte. Und zu guter Letzt Soja, eine Diebin. Eine Unternehmerin. Soja, eine Unternehmerin. Sie war geheimnisvoll und in einer dunklen Nacht nur ein vorbeihuschender Schatten. Im weißen Gewand. Amadeus, der Zauberer, schlief in seiner Hütte. Das war der Ort, an dem er seinen Feuerballzauber studieren konnte, verborgen vor den spöttischen Augen seiner Frau. Dein Arsch wird jetzt wach gewedelt. Hey, mach das aus! Ich bin hier am Schlafen! Was ist denn? Wer ist da? Bleib mal stehen. Völlige Dunkelheit und die Hand. Trotzdem die Hand vor dem Gesicht. Jetzt bin ich im Licht halt nicht mehr. Wie seltsam. Au. Bring. Naja, passt. Der Weg nach vorne war blockiert. Doch würde das den großen Zauberer Amadeus nicht aufhalten. Mit seiner Magie konnte er Dinge anheben.
Erklärt er uns das, nachdem wir da waren. Durch den Wald und führte Amadeus weiter. Zwischen Angst und Staunen hin und her gerissen, folgte er ihm. Ich verlange zu wissen, was hier passiert. Evago. Weg. Der Try. Ich finde es schön, wie schön sein Mund sich bewegt. Oder wie so ein Chrom Conti. Achtet mal drauf. Pontius. Amadeus, pack deine Sachen. Wir müssen das Königreich retten. Was? Oh, das geht gar nicht, Pontius. Ich habe Kinder zu Hause, die auf mich warten. Ich kann nicht. Aber deine Magie wird gebraucht. Das Königreich ist in Gefahr. Wird dieser Albtraum jemals enden? Ja, Mann. Trotz seiner Proteste wusste Amadeus, dass die Helden wieder einmal gebraucht wurden. Wie bist du hier gelandet? Dann hör mal zu. Oh. Kriechende Ranken waren dabei, die Felder zu übernehmen. Ich werde herausfinden, wer dahinter steckt und ihm eine Lektion mit meinem Schwert erteilen. Gut getroffen. Mit ein wenig Glück gibt es heute Kürbiskuchen zum Abendessen. Warte, fang! Nein, fast! Pontius durchsuchte den Ort, schon ein bisschen weg. Doch fand er dort niemanden. Die Fieslinge müssen beim ersten Anblick von mir geflohen sein. Hui! Gefährlich aus. Ich renne professionell. Ja, sehr. Willst du noch riechen? Nee, reicht schon, danke. Wie sind du gesund mit meinem beiden Oberkörper? Ich bin Pontius der Mutige und ich werde nicht dem Kampf gegen Alter, was zum Fick machst du das? Der Trine! Pontius hatte nie verstanden, was genau der Trine tat. Aber er wusste, dass das Artefakt ihm helfen würde. Pontius war glücklich. Jeder Artefakt kann, dieses Artefakt kann fliegen und Leute in die Scheiße retten. Läuft! Sein Königreich zu retten. Spät in der Nacht war Zoya in den Schatten verborgen, versteckt vor dem schimmernden Mondlicht. Wie sie. Zoya glitt durch die Stadt, leise wie ein Flüstern. Dachte ich sterbe. Ich kann fliegen. Wow, beschissenster Fall ever. Hängst du ab, Mann? Dann sah sie ein flimmendes Licht oben an der alten Kirche. Ja, geh, du musst mit dem Scheiß. Oh. Nimm den Kack weg! Jetzt mal allen Ernstes, sonst haben wir ein großes Problem. I have to pass for you. Wait! Lächerlich. Der Trine. Wie lästig. Was tust du hier mitten in der Nacht? Hat er gerade noch geguckt? Und mit beschäftigt. Guck dir doch mal in der Aufnahme dann später an. Ja, guck dir unter den Rock. Sagt mir, wo gehen wir hin? Das wissen wir noch nicht. Etwas Seltsames geht vor. Ein neues Wagnis. Manches Mal rutscht dort dein Bein plötzlich durch den Rock. Schon mal bemerkt? Also war der Trump wegen der drei Helden gekommen. Und das Gespräch. Amadeus sorgte sich um seine Familie, während Pontius sich auf ihre neue Aufgabe freute. Zoya stellte sie sich der Ferne, was ist das? Vor, ein Vogel, ein Flugzeug, was für einen sagenhaften Schatz sie finden könnten. Kannst langsam auftauchen. Danke. Mann, das Gespräch war zu voll unterbrochen hast. Ich hab's vergessen. Lass das Abenteuer beginnen! Hier. Wo sind wir? Wohin hat der Trine uns gebracht? Sehen wir uns etwas um und finden es heraus.
Nein, schade, ich dachte, da wäre Holz. Dup, 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 dup. Uno momento. Dieses Wasser ist mittlerweile wie eine Maschine, ne? Ich sollte irgendwie mal versuchen, schon, ja, ob das auch bei Kartoffeln klappt. Wir müssen die Schatten schon so oft wiederholen. Ja, Mann. Ich hab das Level ja allein mal mit Soja gemacht. Und das nächste allein mit dem Zauberer. Mach kaputt. Hättest du auch mit einem Bum-Bum-Pfeil machen können. Ja, wir haben gewartet. Aber... Eindringlinge! Ob wir wohl gegen die kämpfen müssen? Hol deinen Piekser, wir kochen den großen Dicken! Hier gibt's keinen großen Dicken. Angriff! Naja, fast. Naja, fast. Rutschig! Wie hat man nochmal die Pfeile umgewechselt? Schwerkraftpfeil. F. Ah, ja. Ja, Schwerkraftpfeil weiß ich. Eine einfache, unkomplizierte Art. Easy! Ich mag sowas. Ich nicht. Komm rüber um einen Meter. Bist du da hoch? Ich habe auch ein bisschen geübt. Oh ja. Komm, stapel sie mal. Warte mal, warte mal. André, hör auf, hör auf. Er auch. Was? Töten? Der ist tot, du dumme Kuh. Der ist tot. Ja. Guck mal, die können sich nicht mehr bewegen. Warte, geh mal runter. Geh runter. Geh, geh. Das heißt, die kann ich nicht irgendwie umkippen. Hm. Jetzt. Töte sie. Ich bin schon weg. Ah. Ah! Das ist voll der Idiot. Das ist meine Nacken. Juhu. Warte, hier kommt noch eine Lieferung. Oh, da lebt er noch. Hast du aber schlecht eingekesselt. Ha, ha, ha. Überhebe wir nur... Ah, ganz durch. Oh, das war voll auf der Breitseite.
Schatzkiste. Klack, schon erreicht. Ein Gedicht? Merkwürdig. Was für ein lustig aussehender Fels. Hast du GG gemacht? Lass mich mal. Mach mal weg. Genießt eine Dusche. Mach mal weg. Nee, warte. Dreh. Pflanze braucht ja reichlich Wasser. Hosch, hosch. Einen gesunden Appetit hat die Kleine. Was ist das? Was auch immer das war. Ich bin froh, dass es die andere Richtung eingeschlagen hat. Immer den Hebel. Warte. Mach mal los. Fast, würde ich sagen. Reicht es? Nochmal Hebel. Oh, oh. Ja. Ist nicht richtig. Warte mal. Aha. Lass los. Du weißt, wir haben hier noch den Stamm, ne? Getan. Ach, ja. Routine-Etat. Pfeil. Jo, perfekt getroffen. Lass hier oben doch laufen. Warte. Ja, GG. Ich hab mir einen Schubfall gebaut. Alles easy. Hey! Voll besser. Weg! Weg! Oh, das war artig. Nein. Ich kann halt so. Das ist frei. Ist das der Wind? Nein. Nein. Nein! Das ist die Luft aus diesen Rohren. Oh. So. Ja, GG. Why? Ich bin Pandemie mehr. Auf jeden, Mann.
Oh Mann. Was für ein lustig anmutender Ort. Ja, sehr lustig. Seht euch an, wie groß das Ding ist. Das ist monströs. Moment. Wo noch? Da hinten? Ach so. Wo noch hochballern? Ah. Back. Gewaltige Schlangen und riesige Schnecken. Was kommt als nächstes? Ein gigantisches gegrilltes Schwein, hoffe ich. Wer sind diese seltsamen Leute? Ich behalte sie besser im Auge. Deine, ich war.